Der Blankenburger Süden liegt im Nordosten Berlins, nur 20 Minuten vom Alexanderplatz entfernt. Diese Stadtrandlandschaft ist eine unglaublich wertvolle Fläche, die vielfältige Erholungsfunktionen und Ökosystemleistungen übernimmt. An eine Bebauung dieser Fläche müssen höchste Anforderungen gestellt werden. Es wurde daher zwischen November 2019 und September 2020 ein städtebauliches Werkstattverfahren mit 4 Teams, bestehend aus StadtplanerInnen, ArchitektInnen und LandschaftsarchitektInnen, durchgeführt. Nach Abschluss des Werkstattverfahrens hat das Empfehlungsgremium empfohlen, die Entwürfe von 2 Teams zusammenzuführen und gemeinsam zu qualifizieren. Das Team Yellow Z und BGMR Landschaftsarchitekten hatte im Werkstattverfahren das Projekt Leben mit der Landschaft entwickelt. Das Team City Förster und Felix Landschaftsarchitekten entwarfen die Circular City, die Stadt der Kreisläufe, für den neuen Blankenburger Süden. Das entwurfliche Konzept von Yellow Z und BGMR basiert auf 3 Prinzipien, 3 Landschaften. Das Gartenland, das Ponyland und das Schwammland bilden das räumliche Grundgerüst. Sie entwickeln sich aus gegebenen lokalen Potenzialen und werden zu eigenständigen Raumprägungen weiterentwickelt. Basierend auf diesem Freiraumgerüst wird ein Stadtteil mit 3 unterschiedlichen Quartieren entworfen, die sich als Neuinterpretation des Angerdors verstehen. Als letztes Passstück der städtebaulichen Entwicklung im Nordosten Pankows legt der Blankenburger Süden ein besonderes Augenmerk auf seine Übergänge zum vorhandenen Stadt- und Landschaftsraum. Die Idee von City Förster und Felix ist es, den Blankenburger Süden in Kreisläufen zu organisieren, also beispielsweise Energie und Nahrung lokal zu erzeugen und Regenwasser vor Ort zu nutzen. Die Struktur des neuen Stadtteils beruht auf der Idee, dass die Landschaft die Stadt schafft. Ein großer Nord-Süd verlaufender Landschaftsraum mit einem Waldland, Gartenland und Bachland formt den neuen Stadtteil und verbindet ihn mit den Ortskernen von Blankenburg und Heinersdorf. Bestehende und neue Alleen vernetzen die neuen Nachbarschaften mit den Erholungsanlagen im Westen und der offenen Landschaft im Osten. Beide Entwürfe stützen sich auf ein starkes Freiraumgerüst mit unterschiedlichen Landschaftstypen. Die Verlängerung der Tramlinie M2 dient beiden Entwürfen als verkehrliches Rückgrat. Und auch das Zentrum bzw. die Mitten wurden an ähnlichen Stellen verortet. Unterschiedlich gehen die Entwürfe mit der Verortung von 40 Hektar Gewerbegebiet um. Im Entwurf von Yellow Z und BGMR gibt es 2 Gewerbegebiete. Eines im Süden, im Bereich des heutigen Gewerbegebiets Heinersdorf, und eines im Norden, im Übergang zu Blankenburg. Im Entwurf von City Förster und Felix wurde das Gewerbegebiet als durchgrünter Gewerbepark, als Produktionsland, konzipiert und auf dem Rieselfeld platziert. In der Qualifizierungsphase wurde nun die flächenschonende Grundstruktur von City Förster und Felix mit der Nutzungsverteilung von Yellow Z und BGMR zu einem gemeinsamen Rahmenplan zusammengeführt. 3 neue Rahmenbedingungen galt es zu beachten. Die Doppelknotenlösung und der resultierende Verschwenk des Blankenburger Pflasterwegs, die Setzung des Trambetriebshofs im Bereich des heutigen Gewerbegebiets Heinersdorf und die Erkenntnis aus dem Zentrumslab zur Verortung des zukünftigen Zentrums. Dieses soll eine quartiersübergeordnete Funktion haben und in der Nähe des Ortskerns von Blankenburg liegen. Entstanden ist ein Rahmenplan mit dem Leitbild, dass die Landschaft die Stadt schafft. Ausgehend von den beschriebenen Qualitäten des Ortes, Gewässer werden Bachland, Äcker werden Gartenland, Ruderalwaldwildnis wird Waldland, Landschaftsränder werden Ponyland. Der Blankenburger Süden soll im Kreislauf organisiert sein. Das Ziel ist es, einen erheblichen Beitrag zur Versorgung mit Wasser, Energie, Nahrung, zu einem umweltverträglichen Mobilitätssystem, zu ressourcenschonender Produktion und zu einem intensiven sozialen Austausch zu leisten. Es soll ein urbaner, gemischt genutzter Stadtteil entstehen. Arbeiten und Wohnen, Nahversorgung und Freizeitangebote finden sich in fußläufiger Entfernung und machen lange Fahrten im Alltag obsolet. Auf den ehemaligen Rieselfeldern entsteht ein kompaktes Quartier mit unterschiedlichen Wohnlagen. In der Mitte, entlang der Tramtrasse, werden städtische Wohnformen als Geschosswohnen und hochwertige Arbeitsplätze mit optimaler verkehrlicher Anbindung verortet. An den Rändern verbindet sich der neue Stadtteil über das Gartenland mit den bestehenden Nachbarschaften. Hier werden kompakte Wohnformen mit Bezug zu Klein- und Gemeinschaftsgärten, Freizeit- und Erholungsangeboten sowie Spiel- und Sportflächen angeboten. Im Übergang zur Kulturlandschaft im Osten entstehen im Ponyland neue Lagen für das Leben und Wirtschaften mit der Landschaft. Es sind insgesamt 2 Gewerbestandorte vorgesehen. Im Süden im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets Heinersdorf und im Norden am Blankenburger Pflasterweg. Im Rahmenplan stehen die gelben Flächen für emissionsarmes, also nicht störendes Gewerbe und die braunen Flächen für klassisches Gewerbe. Das Gewerbegebiet Heinersdorf wird zu einem Standort 9 Typs, der vorhandene Betriebe integriert und Spielräume für neue Produktionsräume schafft. Das Gebiet ist in die hochwertige Biotopfläche des Waldlandes eingebettet.
In der ersten Reihe am Quartiersplatz, hier in rosa dargestellt, entstehen Gewerbeflächen mit repräsentativem Charakter. Entlang des Schmöckpfuhlgrabens gibt es eine aufgelockerte Grundstruktur, die den neuen Produktionsstandort mit dem Waldland verzahnt. So entsteht ein attraktives Arbeitsumfeld mit besonderen Freiraumqualitäten. Arbeiten, wo andere spazieren gehen. Der zweite Gewerbestandort liegt am nordöstlichen Rand des Rieselfeldes mit Anbindung an den Blankenburger Pflasterweg. In direkter Nachbarschaft zum Nahversorgungszentrum und gut erschlossen entstehen hier verdichtete Gewerbeformen. Die vorhandenen Alleen queren den Gewerbestandort und schaffen qualitätsvolle Freiräume für Pausenzeiten sowie schöne Verbindungen zwischen Wohnbebauung und den nahen offenen Feldfluren. Die Bach-, Garten- und Waldlandschaften sind die prägenden Freiraumelemente. Zusammen mit dem Ponyland als Übergangsbereich zur Offenlandschaft bilden sie ein Landschaftsnetzwerk, welches das gesamte Quartier durchzieht. Den Übergangsbereich nach Blankenburg bildet das Bachland entlang des Fließgrabens. Es bietet beste Möglichkeiten für Bildungs- und Freizeitnutzung am Fließgewässer. Die Anbindung des Blankenburger Ortskerns wird über diverse Wege sichergestellt. Das Gartenland stellt Verbindung zu den bestehenden Nachbarschaften her, zum Beispiel zu der Erholungsanlage Blankenburg. Hier werden Flächen für Klein- und Gemeinschaftsgärten, Freizeit und Erholung sowie Spiel und Sport angeboten. Auch die ungedeckten Sportanlagen und Pausenhofbereiche der angrenzenden Schulfreiflächen sind in diesen parkartigen Landschaftsraum eingebunden. Die neuen Bau- und Freiraumflächen im Ponyland entstehen an der Schnittstelle zu großzügigen Grünflächen und urbanen Landwirtschaftsfeldern der Malchauer Aue. Die Nutzungsangebote in Richtung solidarischer Landwirtschaft und ländlicher Lebensstile mit hohem Freizeiterlebniswert ermöglichen. Das Waldland bündelt die hochwertigen Biotopflächen und verwilderten feuchten Areale am Schmöckpfuhlgraben. Es sammelt außerdem überschüssiges Niederschlagswasser aus blaugrünen Straßenräumen. Im Blankenburger Süden wird das anfallende Regenwasser gehalten und zur Verbesserung des Klimas genutzt. Um möglichst wenig Wasser abfließen zu lassen, werden begrünte Mulden in den Straßenräumen angelegt. Dachflächen werden intensiv begrünt, ebenso wie süd- und westexponierte Fassaden. Den größten Beitrag leistet der von der Bebauung freigehaltene Raum. Das Bachland, Gartenland, Ponyland und Waldland werden entsprechend der gegebenen Topografie als großflächige Retentions- und Überlaufflächen für Starkregenereignisse genutzt. Die Flächen des Waldlandes dienen als großflächige Überlaufflächen für Starkregenereignisse und bieten kühle Plätze im Sommer. Auch das Tramdepot wird über eine Multikodierung der Flächen in den Energiekreislauf mit eingebunden. Durch eine Überbauung der ebenerdigen Gleisanlagen entsteht Raum für Energie, Wälder, PV-Anlagen, Wind- und Solarenergieerzeugung, aber auch für die Joggingrunde zum Feierabend. Das Mobilitätskonzept setzt auf das Prinzip des Umsteigens vom Auto auf den Umweltverbund. Die neue Tramlinie bildet das verkehrliche Rückgrat im autoarmen Stadtteil mit Anschluss an den S-Bahnhof Blankenburg. Die Haltestellen befinden sich jeweils an den Quartiersgaragen mit Mobilitätsstationen. Sie stützen das ÖPNV-System durch lückenlose Mobilität von Tür zu Tür. Das Fuß- und Radwegenetz wird mit den bestehenden Wegen im Umfeld eng verzahnt. Es integriert die bestehenden Alleen, um ein durchlässiges und autofreies Quartier zu ermöglichen. Die sogenannte Verkehrserschließung Blankenburg, VEB, quert das Quartier auf den ehemaligen Rieselfeldern und ist mit einem Profil von 46 Metern Breite einschließlich der Tramtrasse in Mittellage geplant. Gebietsintern gibt es eine kompakte Ringerschließung für den MIV, an die sich die Wohnwege als Mischverkehrsfläche anschließen. Geparkt wird auch im Gewerbegebiet in Quartiersgaragen. Eine Verbindung für den MIV zwischen dem Gewerbegebiet Heinersdorf und dem gemischten Quartier auf den Rieselfeldern ist nicht vorgesehen. Der Rahmenplan sieht einen Zentrumsblock mit durchgängiger Achse für Fußgänger vor. Das Zentrum spannt sich zwischen zwei Haltepunkten der Tram auf. An den Haltepunkten konzentrieren sich die wichtigen Ankernutzungen wie der Supermarkt und der Discounter. Dazwischen gibt es weitere kleinere Shops, Gastronomien sowie Läden mit einem Angebot aus lokalen Nahrungsproduktionen. Ein zweites kleineres Versorgungsangebot ist im Süden des Rieselfeldes nahe des Schmöckpfuhlgrabens vorgesehen. Nördlich des Zentrums befinden sich diverse Bildungseinrichtungen am neuen Blankenburger Pflasterweg und formen hier eine Bildungslandschaft im Übergang zum Ortskern Blankenburg. Zentral von einer Tramhaltestelle erschlossen, finden hier die Volkshochschule, die Bibliothek und die Musikschule ihren Platz. Außerdem ist im Übergang zum Fließgewässer ein Schulcampus mit integrierter Sekundarstufe geplant. Ein weiterer Schulcampus befindet sich am schon feststehenden Grundschulstandort an der Heinersdorfer Straße. Die bestehenden Siedlungsbereiche profitieren von einer weitreichenden Aufwertung der lokalen Infrastruktur.
Das betrifft die Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur für den MIV, den ÖPNV und die neuen Radwege, die den Umstieg auf eine emissionsfreie Mobilität komfortabel machen. Das Nahversorgungsangebot wird vor allem für die Blankenburger Bevölkerung deutlich aufgewertet. Ein weiterer Pluspunkt sind die sozialen und Bildungseinrichtungen, die nicht nur den neuen StadtrandbewohnerInnen zugutekommen. Nicht zuletzt profitieren alle von den Qualitäten der ressourcenschonenden Entwicklung, wie es im Abschnitt zur Zirkularität beschrieben ist. Mit dem großmaßstäblichen Landschaftskontinuum des Bachlands, Gartenlands, Ponylands und Waldlands werden die vorhandenen Räume in Wert gesetzt und als öffentlicher Freiraum erlebbar.